etwas tun für deine Feinde. Danke. Ich bin in der Nähe. Wie immer. Lass mich da rein. Die Kiste geht bestimmt auf. Nein, natürlich nicht. Doch, sie ist aufgegangen. Perfekt. Ich denke mal, ich soll da hoch. Möglichst bevor da unten die Gegner kommen. An der Leiter? Wow. Ja. Das kann die Fliege sein. Pass auf. Ja, das sagst du mir früh, danke. Ich hasse es, auf Dächern zu gehen. In dem Spiel kommen dann immer Dämonen. Wow. So, da war ein Quicksave. Ich will aber trotzdem nochmal auf den Dach. Was? Ups. Auf Wiedersehen. Ich will trotzdem mal gucken, ob hier nicht irgendwas ist. Nein! Den töte ich nicht. Das gibt Karma Minus. Okay. Selber schuld. Lass mich hier runter, danke. Hier überlebe ich. Wow. Da war ein Mini-Dämon. Ja, danke. Den muss ich jetzt nicht unbedingt töten, finde ich. Der lebt auch noch. Gut, das heißt kein Karma Minus. 100% gibt das Karma Minus, wenn man den tötet. Das ist kein Feind. Noch nicht. Was denn? Was ist denn? Er versteht nicht, dass er tot ist. Er wartet noch auf seine Mutter. Aber sie kommt nicht. Meine auch nicht. Weil ihr sie alle getötet habt. Ich glaube, der wird noch böse auf uns. Noch richtig böse auf uns. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das mir verzeiht. Ups. Ich glaube, ich sollte mal... Ich frage mich schon, wo das kommt. Kommt es von hier? Nein, von mir kommt es nicht, aber hier ist jede Menge Zeug. Kommt das definitiv von hier unten? Wieso ist es auf einmal so dunkel hier? Und immer, wenn ich... Ich weiß nicht, wieso ich das immer so betont habe. Ich wollte auch gar nicht immer sagen. Jedes Mal, wenn ich die Nacht nicht benutze, kriege ich Kommentare, dass ich die Taschenlampe ausmachen soll. Die Taschenlampe ist aus. Dieser Fokus ist mit Absicht gelegt, dass es in der Mitte der Sicht so hell ist. Habe ich gesehen. Die habe ich auch gesehen. Holy shit. Eis. Da war unser Name. Das ist kein Schatten. Das bist du selbst. Vor langer, langer Zeit. Der Mindfuckt uns gerade, aber richtig krass. Nehmen wir. Wir nehmen alles, was niemand mehr braucht. Ich nutze aber gerade lieber die Taschenlampe. Ich mag die Nachtsicht nicht so nehmen. Hat sich erledigt. Ich habe eh keine Möglichkeit mehr auf Licht. Ich soll wohl geradeaus rennen. Unser Herzschlag geht hoch. Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich reingehen sollte.
Unser Licht funktioniert wieder. Immerhin ein gutes Zeichen. Und hier geht's in Metro-Tunnels. Tunnel. In Metro-Tunnel. Plural-Tunnel. Verzeihung. Von hier aus kenne ich nur einen Weg zur Polis, über den Roten Platz. Der Orden hat einen Außenposten in der Basilius-Kathedrale. Dort kann ich unsere Leute treffen und ihnen alles sagen, was ich weiß. Und mein Ziel wäre von dort aus nur noch einen Schritt entfernt. Schon bald wird alles vorüber sein. Da kommt bestimmt noch was zwischen. Mach dir keine Hoffnung, Artyom. Hier ist Gefahr. Anders als vorher. Ich kläre sie und werde bei dir sein. Werde dir sagen, was zu tun ist. Okay. So ein Zufall aber auch. Roter Platz, Eintrag 1. Ich bin scheiße dabei, die Dinger zu finden, glaube ich. Wie ist der so, der Rote Platz? Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Früher sagten die Leute, er sei das Herz unseres Vaterlandes. Ich war noch nie dort und habe ihn bisher nur auf Postkarten gesehen. Ist wahrscheinlich das beliebteste Postkartenmotiv von ganz Moskau. Basilius-Kathedrale, der Kreml. All die ausländischen Touristen wurden zuerst und vor allem dorthin gebracht. Der Kreml ist im Krieg nicht mit Atomwaffen bombardiert worden. Stattdessen haben sie ihn mit etwas anderem getroffen. Etwas, das alle Gebäude verschont, aber alles organisch im Umkreis von mehreren Kilometern aufgefressen hat. Irgendwas Experimentelles. Ja, so machen das die Menschen. Man kann das ja später noch als Bauland benutzen. Okay. Ist das die Mitte? Alle Straßen führen hier hin. Deshalb konnten sie nicht weg. Die sehen eklig vergammelt aus. Wir wollen trotzdem, auch wenn hier so wirklich atemberaubende. Ach Gott, wie das aussieht. Sie sind hier. Zu lang. So viele. Und sie wissen. Sie wissen, dass wir fühlen. Echt, diese Sicht ist atemberaubend. Sie sind nicht tot. Es ist nur zu Hause. Wenn wir gehen, greifen sie nicht an. Okay. Wenn du so schnell bist, dann bin ich auch so schnell. Wow! Wow! Ich habe gewartet. Ich stand direkt neben ihm. Ich habe gewartet. Was soll das denn jetzt? Ich stand neben ihm. Dann warte ich jetzt hier. Ich habe links von ihm gewartet. Oh, hier geht's voll hardcore ab. Ich geh nicht. Können wir? Ah! Gut, ich folge dir. Okay. Wieso ist der tot? Wieso ist der tot? Spürst du das auch, Artyom? Keine Angst, ich bin ganz nah.
Das ist echt creepy. Ich schwöre dir, ich bleib direkt bei dir. Sie sind schon so lange hier. Es sind viele, aber sie sind alle einsam. Nur Furcht und Schmerz. Sie können nicht weg und wollen, dass jemand bei ihnen bleibt. Das ist echt verdammt unheimlich. Okay, wir schaffen's aber. Ich höre wieder einen Dämon, aber die lassen uns ja jetzt in Ruhe. Anscheinend. Ich tue dir nichts, wenn du mir nichts tust. Das ist die Lektion, die ich hier gelernt habe. Ich weiß nicht, ob das schon eher im Spiel was gebracht hätte. Kann ja sein. Nee, das bringt nichts. Okay, ich muss hier runter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier runter muss. Doch, ich sehe seine Aura da hinten. Oder was auch immer der Fussel bedeuten soll. Er hat uns so Wegpunkte gesetzt, sieht's aus. Holy shit. Wir gucken uns hier ein bisschen um. Ich bin ja immer ein wenig greedy. Aber hier ist nichts, nein. Keine Leichen, keine Kadaver. Da ist er. Archon, da sind böse Leute. Viele. Sehr rot. Ich nehme mal an, Banditen. Fallen. Ich brauche nur einen Filter. Ich sehe ehrlich gesagt niemanden. Doch, da. Nein, der ist tot. Die sind alle tot.